Ein Buch, 5 Fragen. Erfolgreich ausbilden im digitalen Zeitalter. Ich möchte einfach erreichen, und das ist auch so ein bisschen das, was ich persönlich mit dem Thema so verbinde, dass die Generationen sich einfach besser verstehen. Ein Buch von Claudia Schmitz. Der Blick hinter das Cover. Frau Schmitz, mal auf den Punkt gebracht, worum geht es in Ihrem Buch? Ja, Unternehmen stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen, also als Beispiel Fachkräftemangel, auch schon bei den Auszubildenden, Digitalisierung, das Thema Akademisierung und veränderte Wertesysteme der jungen Generation. Das sind Trends und auch wenn man sich die aktuellen Krisen anguckt, die sich auch insbesondere auf die duale Berufsausbildung auswirken. Die Verschiebung vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt hat also auch die Ausbildung erreicht und damit ist für die Unternehmen so ein bisschen so eine ungewohnte neue Situation entstanden, denn konnten sich die Betriebe bis vor einigen Jahren ihre Auszubildenden noch aussuchen, müssen Arbeitgeber jetzt, also ob es jetzt ein kleines mittelständisches Unternehmen ist, bis hin zu so einem DAX-Unternehmen, die müssen sich heute auch aktiv um Nachwuchs bemühen. Und klar, viele Unternehmen fühlen sich damit überfordert und finden nicht die passenden Auszubildenden. Und dann haben wir noch den Trend, dass die Zahl der Ausbildungsabbrüche steigt oder zumindest gerade auf einem hohen Niveau bleibt. Und in meinem Buch zeige ich damit auf, wie es Ausbildungsbetrieben gelingt, aus dieser doch sehr passiven Rolle ins Handeln zu kommen, die Chancen, die sich durch die Digitalisierung auch bieten, aktiv auch in der Berufsausbildung anzunehmen und damit zu einer attraktiven Arbeitgebermarke für junge Menschen zu werden. Und was macht Ihr Buch aus? Also, was ist das Besondere an Ihrem Titel? Das Besondere an diesem Buch ist einfach, dass es 2 Dinge umfasst. Nämlich einmal, dass es ganzheitlich gedacht ist und dass es den Anspruch hat, möglichst gut in der Praxis direkt umsetzbar zu sein. Also während sich so verschiedene Artikel und auch andere Bücher nur so auf Teilbereiche der Ausbildung beziehen, verfolge ich dann diesen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, alle zentralen Bereiche, die es so in der dualen Berufsausbildung gibt, werden abgedeckt. Also das heißt, von der Ausbildungsplanung über Ausbildungsmarketing, Azubi-Betreuung, Ausbildungsinhalte und auch Methoden bis zur Übernahme dann irgendwie in ein festes Arbeitsverhältnis werden abgedeckt. Und das bedeutet konkret, wir schauen uns genau an, wie die Einflüsse auf alle Bereiche und Akteure der Ausbildung wirken. Wie tickt auch die junge Ausbildungsgeneration? Wie finde ich heute Auszubildende? Welche neuen und auch digitalen Ausbildungsmethoden gibt es und welche passen zu meinem Betrieb? Und wie kann ich die Ausbildung so aus strategischer Sicht auch einmal auf der grünen Wiese komplett überdenken? Und besonders ist dann dabei auch zusätzlich, dass das Buch zu jedem Teilbereich der Ausbildung eine Checkliste hat, mithilfe der jeder selbst diesen Bereich optimieren, anpassen und im besten Fall auch verbessern kann. Wann kam der Moment, in dem Sie wussten, das Buch schreibe ich? Was war der Auslöser? Ja, mit meiner Beratungsagentur Intercommotion, die den Schwerpunkt hat, duale Berufsausbildung, begleiten wir schon seit 10 Jahren Ausbildungsbetriebe und verschiedene Organisationen unterschiedlichster Größen. Und gerade insbesondere in den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass sich der Fokus in den Unternehmen auf das Thema Ausbildung und auch die Bedeutung der Ausbildung etwas verschoben hat. In den unterschiedlichsten Bereichen merkt man jetzt einfach, man muss irgendwie was tun. Und das beginnt erstmal zunächst nur mit und vor allem auch wegen der jungen Azubi-Generation. Also viele Unternehmen suchen da immer noch so ein bisschen die Schuld bei den Auszubildenden, die so der Initiator sind, dass man sich jetzt ein bisschen verändern soll oder verändern muss, weil es einfach nicht mehr so funktioniert. Aber viele Unternehmen stellen auch fest, naja, die Ausbildungsgeneration oder die Azubi-Generation ist jetzt gar nicht immer unbedingt der Grund, sondern wir stellen fest, dass auch Ausbildungsbeauftragte beispielsweise ganz konkret Unterstützung in der Kommunikation mit den Azubis und im Beurteilen brauchen und im Feedback geben. Und auch vielmehr, dass die Ausbildungsmethoden, die wir schon so seit Jahren umsetzen, aber auch die Inhalte gar nicht mehr zu den Anforderungen im Fachbereich passen. Und das merkt man in einem Bereich mehr, in dem anderen weniger, sodass die jetzt mit und mit langsam angepasst werden müssen und können. Und es liegt halt also nicht nur an den Azubis. Und mit diesem Buch möchte ich einfach möglichst vielen Ausbildungsbetrieben einfach Unterstützung dabei bieten, so im wahrsten Sinne des Wortes eine richtig gute Ausbildung zu machen und ein guter Arbeitgeber zu sein. Mal ehrlich, wie viel persönliche Erfahrung steckt drin in Ihrem Buch?
Ja, als jemand, der eigentlich immer täglich einen Einblick in 1000 Ausbildungsbetriebe gleichzeitig hat, sehe ich das Unternehmen sich häufig wirklich ganz stark um sich selbst drehen. Ist auch klar, ne, im Tagesgeschäft. Und gerade in diesen Veränderungsphasen, wo man merkt, das geht nicht mehr so wie früher, braucht man einfach gewisse Impulse, aber auch wirklich an vielen Stellen auch konkrete Ideen für diese Umsetzung. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass auch ich persönlich sowieso meine Mitarbeiter auch einen guten Draht zu dieser jungen Generation einfach haben und ein bisschen besser verstehen, wie sie ticken. Vielleicht auch, weil ich nicht so alt bin mit 36, wobei aus deren Generationssicht sind wir uralt. Aber ich möchte einfach erreichen, und das ist auch so ein bisschen das, was ich persönlich mit dem Thema so verbinde, dass die Generationen sich einfach besser verstehen, dass die Jungen ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Einstellungen der Älteren haben und dass die älteren Mitarbeiter einfach nicht das so verteufeln und einfach ein besseres Verständnis auch für die junge Generation und deren, ja, Gedanken zum Thema Arbeit und auch Ausbildung haben und gewinnen. Und was würden Sie sagen, wen wollen Sie erreichen? Für wen ist das Buch die perfekte Lektüre? Das Buch richtet sich vor allem an Ausbildungsverantwortliche und alle, die aktuell und auch in Zukunft mit Ausbildung zu tun haben. Das bedeutet Geschäftsführer, kleinere Unternehmen, Ausbildungsleiter und auch Ausbilder, die strategisch arbeiten, mittlere und größere Unternehmen, aber auch gerne Berufsschullehrer, die sich modern und auch gerne zukunftsgerichtet aufstellen wollen. Claudia Schmitz, vielen Dank. Ein Buch, 5 Fragen. Erfolgreich ausbilden im digitalen Zeitalter. Das neue Buch von Claudia Schmitz. Erschienen im Gabal Verlag. Mehr Informationen finden Sie unter gabal-verlag.de.